Bonjour. Bonjour. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Ah. Ja, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Wenige Stunden nach dem, glaube ich, vierten Spiel innerhalb von 11 Tagen sehen wir uns somit schon wieder. Michael Zorc als Sportdirektor und Lucien Favre sind hier und wir bitten um die Fragen. Sven Westerschulze von der Sportbild. Hallo Herr Favre, Sie haben gerade so gestrahlt, als Sie reingekommen sind. Hat das aber noch mit dem Sieg von gestern zu tun oder damit, dass sich die Personallage heute Morgen schon ein wenig entspannt hat nach den erneuten Verletzten von gestern mit Abdou Diallo? Ja, über die Verletzung kann ich nicht jetzt klar sprechen, weil wir wissen noch nicht alles und wir müssen einfach warten. Was für Verletzungen oder wer fällt oder so. Ja, also wir haben noch keine Bilder. Keine Bilder kommt oder so. Wie sieht es bei Manuel Akanji und Lukas Piszczek aus? Lukas wird nicht da. Wird nicht da. Es ist zu eng. Manuel dann vielleicht schon? Wir wissen noch nicht. Wissen noch nicht. Es ist zu früh zu entscheiden. Er hat heute mit 6-7 Spielern trainiert und es ist zu früh zu sagen. Ab jetzt bitte mit dem Mikrofon, damit die Menschen da draußen auch was hören. Das wäre wirklich toll. Wir machen weiter mit Danny Fritz, bitteschön. Hattest du schon? Okay, gut. Dann, ich hatte die Hand gesehen, offenbar nicht. Dann machen wir bei Sky weiter, bitte. Sascha Baczynski. Herr Favre, bleiben wir kurz beim Personal. Thomas Delaney war heute auch auf dem Platz. Wie sieht es bei ihm aus? Es ist okay. Ist okay bei ihm. Er ist okay. Also eine Option auch für Wolfsburg? Ja. Okay. Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Jetzt, es geht ja Schlag auf Schlag weiter, jetzt gegen den VfL Wolfsburg. Was für ein Spiel erwarten Sie da? Was ist das für eine Mannschaft? Wie muss man da auftreten? Ja, ich konzentriere mich schon auf unsere Mannschaft. Wir konzentrieren uns auf unsere Mannschaft. Wer da ist, wer nicht da ist und der Gegner. Es ist klar, der Gegner ist okay. Sie haben noch einmal eine gute Mannschaft. Und man sieht, sie haben zweimal nacheinander wieder gewonnen. Und jedes Spiel von Wolfsburg war sehr, sehr eng bis jetzt. Ob sie verloren haben oder sie gewonnen haben. War sehr, sehr eng gegen alle Mannschaft. Auch gegen Bayern mit 1-3 verloren. Boris Rupert. Michael Zorke, wenn man 7 Spiele in 3 Wochen hat und dann in die Verlängerung muss gegen Union Berlin, ist das eine. Auf der anderen Seite, wie wichtig ist dann der andere Aspekt, dass man wieder gewonnen hat, dass man ein Spiel dann doch noch umgerissen hat? Also siegt dann die Mentalität, das, was im Kopf vorgeht, über müde Knochen? Ja, wir hätten auch gerne nach 90 Minuten gewonnen, glaube ich. Und nochmal das 2-2, das hätten wir gerne vermieden, war auch vermeidbar, schon in der Entstehung. Aber im Pokal nehmen wir aktuell die Verlängerung immer mit. War schon in Fürth so. Das Spiel, was wir gestern gesehen haben, hatte durchaus Parallelen zu dem Pokalspiel vor 2 Jahren, ja, wo wir dann allerdings dann sogar ins Elfmeterschießen noch mussten und Roman uns da gerettet hat. Natürlich tut der Sieg gut, aber ja, ich glaube, dass gestern auch viele Spieler zum Einsatz gekommen sind, die vorher nicht so viel gespielt haben. Hat man zum Teil auch gesehen, dass der Rhythmus nicht unbedingt da war. Aber ich finde, das war auch alternativlos, weil du kannst nicht jeden dritten Tag auf dem Niveau mit den gleichen 11 oder 13 durchspielen. Und insofern gilt, was der Trainer gerade gesagt hat. Wir müssen jetzt erstmal im Prinzip schauen, dafür ist es jetzt auch noch zu früh, wer am Samstag für uns fit und einsatzbereit ist. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Herr Favre, Sie haben gestern schon mal so angedeutet, Sie schießen ja nicht nur Spättore, Sie bekommen auch Spätgegentore. Am Samstag gegen Hertha, jetzt gestern auch gegen Augsburg gab es schon späte Gegentore. Wo ist da das Problem? Ist das eine Konzentrationsgeschichte oder
Wie kann man das erklären? Ja, das war zweimal Fehler und das müssen wir diese Fehler vermeiden. Aber es gehört dazu zum Fußball. Es kann passieren. Es war die zwei letzten Spiele vorher. Es war auch nicht einfach gegen Augsburg so, aber vorher es war nicht der Fall, wo wir Tore gekriegt haben am Ende. Ihr wollt auch immer Spektakel. Oliver Müller für die Welt, bitteschön. Mikrofon kommt. Herr Favre, Sie haben gestern auch dann Jadon Sancho eingewechselt. In den vergangenen Wochen fällt auf, dass Sie ja schon, was die offensiven Außenpositionen angeht, manchmal sehr unterschiedliche Maßnahmen treffen. Manchmal beginnt der, dann wird der eingewechselt. Ist das häufig auch von Ihnen eine spontane Entscheidung, dass Sie sagen, heute beginne ich mit Pulisic, ich lasse Sancho mal draußen? Sind das in erster Linie Trainingseindrücke oder ist das vielleicht auch Trainerintuition? Ist manchmal so, Intuition von, wir sprechen viel miteinander, mit Trainer und so, und auch wir müssen unbedingt rotieren, sonst es ist es unmöglich. Schauen Sie, Akanji, er hat 7 Mal nacheinander gespielt, geht mit der Nationalmannschaft und kommt zurück, 3 Wochen Pause. Ja, das ist klar. Deshalb müssen wir unbedingt rotieren. Eine Zusatzfrage, wenn es gestattet ist, speziell zu Jadon Sancho, der nimmt ja eine tolle Entwicklung. Gibt es da überhaupt noch etwas, wo Sie als Trainer sagen, ja, in dem Bereich kann er sich noch verbessern? Ja, natürlich, er hat viel, viel Potenzial, sich zu verbessern. Er ist nur noch nicht 19, ne? Ist gerade, gerade 19. Oder? Nee, ist 18. Er ist 18. Jahrgang, ist noch 18. März 2000. Er ist schon mit der A-Nationalmannschaft England mit 18. Das ist schon, das ist schon etwas mit 18. Das ist sehr selten der Fall. Natürlich hat er viel, viel zu verbessern. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Er weiß das, aber ist schon so gut. Ja. Defensivverhalten vielleicht noch ausbaufähig? Wenn man schon was suchen will? Ja, sind viele, viele, viele Sachen, wo er weiß, er muss sich weiter verbessern. Er muss weiterarbeiten, ruhig arbeiten, mit viel Spaß und fertig. Ja. Gut, so viel zum Kurzinterview von Oliver Müller mit Lucien Favre. Und wir machen weiter mit Sebastian Wessel. Eine Frage an Michael Zorc. Auf Wolfsburger Seite spielt Daniel Ginczek, einer, den Sie ja sehr gut und sehr lange kennen, der hier in der Jugend gespielt hat. Verfolgt man solche Spieler noch ein bisschen anders, ein bisschen intensiver vielleicht, oder hat man da gar keinen Raum für, weil man ja sowieso immer noch 100 andere Spieler beobachten muss als Sportdirektor? Nein, ich verfolge alle Spieler, die bei uns durch den Jugendbereich gegangen sind und hier bei uns die ersten auch Schritte in den Profibereich gemacht haben. Schon seinen Aufenthalt in Nürnberg war es, dann war es beim VfB Stuttgart, haben wir verfolgt. Der hat sich sehr gut entwickelt, dazwischendurch immer wieder Pech mit schweren Verletzungen gehabt, aber er ist ein richtig guter Junge und bringt viel Robustheit mit und weiß am Ende auch, wo das Tor steht. Also werden wir schon darauf aufpassen müssen, übermorgen. Weitere Fragen? Kevin Kraft, Bild, bitte. Herr Favre, eine Person hat mir noch nicht angesprochen, die verletzungsbedingt bzw. krankheitsbedingt gefehlt hat. Mario Götze war nicht dabei. Wird er fit? Kann er schon was machen? Nein. Wahrscheinlich nicht. Hoffen wir, dass er so früh wie möglich zurückkommt, aber es wird für übermorgen zu kurz. Ja. Also Mario hatte eine Bronchitis und hat jetzt einige Tage mit dem Training aussetzen müssen. Das zur Erklärung. Gut, es gibt offenbar keine weiteren Fragen. Doch, jetzt geht die Hand hoch. Sven Wester-Schulze von der Sportbild. Ich schließe noch eine Frage an Sie an, Herr Favre. Wissen Sie schon, wie Sie morgen Ihren Geburtstag feiern und können Sie ihn überhaupt feiern? Für meinen Geburtstag? Ja. Nicht speziell. Das Stadion gemietet. Stadion. Rotwein, Weißwein. Wir entscheiden kurzfristig. Nein, nein. Wasser, Mineralwasser. Wasser. Ohne Gas. Ohne Gas. Wasser ohne Gas. Wie eine Riesengeschichte. Ihr Krampe bitte.
Frage an Herrn Zorc. Es gibt am Freitag die Verhandlung wegen der Vorkommnisse in Wolfsburg. Mit was rechnen Sie da? Wegen Hoffenheim. Hoffenheim. Also wenn ich da kurz eingreifen darf, ich glaube, es wäre einfach schlecht, das laufende Verfahren jetzt im Vorfeld mit öffentlichen Aussagen von uns noch zu beeinflussen und zu belasten. Da warten wir die Verhandlungen einfach mal ab. Es wird direkt danach eine Pressemitteilung vom DFB geben. Das wurde uns jedenfalls versichert. Und da bitte ich um ein wenig Verständnis. Worauf wir hoffen und was wir erwarten, ist ja sonnenklar. Gut. Ja. Vielen Dank für die Runde, vielen Dank Lucien und Michael. Bis zum Samstag. Tschüss. Frage?